Hallo Freunde des Verein Whisky Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky Wikinger. Und heute möchte ich ein neues Format so für meinen Kanal starten. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe aktuell, muss ich jammern, auf ganz, ganz hohem Niveau einen massiven Sample-Stau bei mir im Schrank. Und daher möchte ich jetzt so die Möglichkeit nutzen und ja, wenn es klappt, in jeder Woche einen von meinen Samples vorstellen. Na, meistens werden die Dinge, denke ich mal, Donnerstag hochgeladen, Montag halte ich mir Großflaschen vor und ja, wie gesagt, Donnerstag, wenn alles gut geht, jede Woche ein Sample. Ja, weil da sind teilweise super tolle Tropfen bei, die es einfach auch verdient haben, vor der Kamera verkostet zu werden. Starten möchte ich diese Woche mit dieser Abfüllung, die mir Christian Simolte zugeschickt hat. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, ja, die Abfüllung nach so langer Zeit den Leuten zuzuordnen, die sie mir zugeschickt haben. Bei Christian ist es relativ einfach. Er macht sich immer diese große Mühe, ein Etikett auszudrucken. Ja. Ja, handelt sich um diese Abfüllung hier, Anok. Ich hoffe, Christian, ich habe es richtig ausgesprochen. 24 Jahre, natürliche Farbe, nicht kühl gefiltert und abgefüllt mit 46 Volumenprozent. 24 Jahre, soweit ich weiß, Vollreifung in Ex-Bourbon-Fässern. Na, und für 24 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern hat er schon eine schöne Farbe erreicht. Anok ist nicht der Name der Distille, sondern der Marke. Und die Marke gehört zu Knokdu. Na, nicht zu verwechseln mit Knokkendu, damit es eben halt da keine Schwierigkeiten gibt, die einzelnen Single Malts von beiden Brennereien auseinanderzuhalten, hat sich Knokdu dazu entschieden, ihre Abfüllung Enoch zu nennen. Bedeutet so viel, Nokdu, kleiner schwarzer Hügel. Das sind Distille in der Speyside, produzieren, soweit ich weiß, 16.000 Hektoliter rein Alkohol im Jahr. So, hat auch ein bisschen schon geatmet. Ja, schöner dunkler Goldton im Glas. Ja, so ein typischer Speyside wirkt leicht, fruchtig, bisschen blumig, aber man merkt trotzdem das Alter von 24 Jahren an. Das ist natürlich eine ordentliche Reife. Na, trotz der Leichtigkeit eines Speyside, die er behalten hat, wirkt er doch reif gesetzt. Neben diesem leichten blumigen Aromen habe ich sowas wie Apfel, reifer Apfel, mehliger Apfel, kein grüner Apfel, sondern wirklich so ein mehliger, reifer Apfel. Vielleicht eine bisschen Spur Banane. Entschuldigung, habe keinen Husten, aber irgendwie trockene Luft hier im Wohnzimmer. Ja, die Banane ist da, ein bisschen Toffee. So was Teigiges. So ein frischer Kuchenteig, noch nicht gebacken, aber wenn man ihn so, ja, in der Form, so, ich bin kein Bäcker. Also Kuchenteig erinnert er mich, so ein bisschen süßlich, Toffee. Schöne Nase, schön komplex, schön reif. Ein paar Speyside in dem Alter habe ich schon getrunken. Meistens aus der von Signatory Vintage, von der, diese kupferfarbenen Tuben, die mit 43 Volumenprozent abgefüllt sind. Die sind immer recht günstig. Meistens auch Bourbon. Fassreifung. Da wirkt der hier deutlich intensiver. Nicht nur, denke ich mal, durch die 46 Volumenprozent, sondern einfach, das sind auch bessere Bourbonfässer.
Nee, gefällt mir sehr gut. Nock soll auch, habe ich gelesen, rauchige Abfüllungen haben. Aber die sagt der hier definitiv kein Rauch. Nee, für mich in der Nase ein ganz klassischer Space Cider. Mit das, was ich von Space Cider erwarte. Ja, da kommt noch so ein bisschen Vanille. Nee, schöne, schöne klassische Aromen in der Nase. Und wie gesagt, alles so getragen von einer gewissen Reife, gesetzt, rund, in sich ruhend. Und trotzdem klar ist schlüsselbar, ne? Der mehlige Apfel, die Banane, Toffee, die Teigaromen. Dieses Blumige, was ich anfangs sagte, entsteht wahrscheinlich auch durch so eine Frische, die er immer noch hat. Nee, schön. Früchtekorb mit Teig. Christian, auf dich, das Lunch. Kräftiges Mundgefühl. Sehr volles Mundgefühl. Vanille, deutliche Vanille, schon fast Vanillepudding. Cremig. Die Bananen sind da. Apfel, Birne, vielleicht eine Spur Honigmelone. Und jetzt so im Abgang, lang im Abgang, ist immer noch präsent, kommt eine Eichenfrucht. Na, da merkt man vor allem die 24 Jahre. Auch wenn es Bourbonfässer sind, soweit ich weiß. Und amerikanische Weißeiche nicht so viel Tannine abgibt wie europäische Eiche, sind doch hier die Eichenaromen sehr präsent. Nee, sehr schön. Ja, nee. Toller Malt. Schönen Dank, Christian, dass ich den probieren durfte. Das wird jetzt bei den Tempel-Tastings öfter mal sein, dass ich A nicht weiß, was der Ausgabepreis war und B auch nicht unbedingt weiß, ob es diese Abfüllung noch zu käuflich zu erwerben ist. Wenn es sie noch käuflich zu erwerben gibt, kann ich sagen, wenn euch der Preis nicht abschreckt und da keine Ahnung, was er kostet, kann man kaufen. Na, also ich würde jetzt für die Abfüllung für den 24-jährigen Space Cider Anok ist jetzt so eine Destille, die zumindest für mich so ein bisschen unter dem Radar schwebt. Ja, also ich denke 100 bis 120 Euro würde ich wahrscheinlich für die Flasche ausgeben. Ja, in dem Dreh. Wäre sie mir wert. Ja, der ist lecker, der ist sehr komplex, vielschichtig, ja, und 24 Jahre, eine schöne Reife bringt er mit. Ja, wenn ihr die Abfüllung kennt oder wenn ihr wisst, welche Abfüllung man von Anok noch probieren sollte, schreibt mir das in den Kommentaren rein. Über den Daumen nach oben freue ich mich auch. Und natürlich freue ich mich noch viel mehr, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. In dem Sinne, euer Ansgar. Ciao.